4 Jahre stand das Pflegeheim der Diakonie leer. Aber jetzt schaffen 2 Dutzend Freiwillige hier etwas absolut Einmaliges. Servus, herzlich willkommen im Grand Hotel. Das Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg soll Herberge und Bürgertreffpunkt werden. Für Augsburger Asylbewerber, Künstler und zahlende Hotelgäste. Der Student Johannes Meyer ist von Anfang an dabei und plant gerade einen interkulturellen Dachgarten, auf dem sogar Bienenstöcke stehen sollen. Es ist ja so, dass Flüchtlinge in der Regel nicht arbeiten dürfen, sie dürfen aber Hobbys haben. Jetzt könnte ein Hobby für Flüchtlinge sein, dass sich die um die Bienen kümmern. Und dann wird dabei Honig produziert und den kann man dann verkaufen. Ab April wird die Regierung von Schwaben hier 60 Asylbewerber zuweisen, Tür an Tür mit den Hotelgästen. Fahad, Flüchtling aus Afghanistan, bedeutet das Projekt schon jetzt sehr viel. When I'm here, when I'm working here, I feel that. Wenn ich hier bin, wenn ich hier arbeite, habe ich das Gefühl, in meinem Haus zu arbeiten, mit meiner Familie zu arbeiten. Ich genieße das. I enjoy. Das Haus stellt die Diakonie zur Verfügung. Geld für den Umbau kommt über Spenden und Kulturveranstaltungen rein. Dann kümmert sich Marki ums Catering. Da habe ich dann ganz viele Leute da, die immer irgendwas noch wissen. Jemand weiß so ein Fingerfood, jemand hat einen Vorschlag, immer willkommen. Und wir stecken unsere Köpfe zusammen, handeln zusammen, arbeiten zusammen. Seit einem Jahr krempeln die Freiwilligen jetzt das Pflegeheim um, um ihren Teil zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Handwerker, Arbeitslose, Akademiker, sie essen gemeinsam, planen gemeinsam. Sven zum Beispiel ist Fischwirtschaftsmeister und hat gerade eine gebrauchte Spülmaschine fürs Café organisiert. Alles ehrenamtlich, unentgeltlich. Ein gutes Mittagessen gibt es ja vegetarisch. Bärbel ist 71 und macht den Kreativen eine ordentliche Buchhaltung. Der bisher schönste Job ihres Lebens, sagt sie. 0 Euro Startkapital und eine Vision. Unterkünfte, Künstlerateliers und Bürgergaststätte unter einem Dach. Wir wollen gerne die Menschen wieder dazu ermutigen, ihre freien Gedanken und ihre Kreativität einzusetzen. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist für das Weiterkommen in unserer Gesellschaft, dass wir eben ganzheitlich oder grenzüberschreitend denken. Die Kunst ist im Grand Hotel das große Bindeglied. Jedes der Hotelzimmer für insgesamt 30 Gäste gestaltet ein anderer Künstler. Umsonst natürlich und nur mit Second-Hand-Möbeln. Die Übernachtungspreise richten sich nach dem Einkommen. Ziel ist jedenfalls, das Grand Hotel soll sich später selbst tragen. Es ist noch viel zu tun. Café und Gaststätte sind nicht fertig und Spenden werden noch gebraucht. Aber ein Ort der Begegnungen ist es jetzt schon. Das Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg.